Am Freitag hat der Kreis Aurich zwei weitere Todesfälle gemeldet. Eine 95 Jahre alte Frau aus Norderney sowie eine 52-Jährige aus Hage sind an den Folgen von Corona gestorben. In der gesamten Region hat die Pandemie damit bisher 89 Todesopfer gefordert. Auch der Chef des Krankenhauses in Wittmund, Ralf Benninghoff, hat vorzeitig eine Corona-Impfung erhalten. Am Freitag hat sich die Kreisspitze hinter den Geschäftsführer gestellt. Er habe lediglich eine überzählige Dosis bekommen, niemandem sei eine Impfung dadurch weggenommen worden. Außerdem wurde am Freitag bekannt, dass der Chef des Leraner DRK-Rettungsdienstes ebenfalls bereits geimpft worden sein soll, noch vor vielen Sanitätern. Die vorzeitige Impfung des Geschäftsführers vom Auricher Klinikverbund, Klaus Eppmann, sorgt unterdessen sogar außerhalb Ostfrieslands für Kritik. Die Landesregierung verurteilte die Aktion. Am Mittwoch kommt die nächste Lieferung Impfstoff nach Ostfriesland. Insgesamt 4000 Dosen hat das Land angekündigt. Es werden Emden und alle Landkreise versorgt, sodass nach Georgsheil auch die übrigen drei ostfriesischen Impfzentren starten können. Emden und Hesel peilen den 15. Februar an. Hier die Zahlen der Corona-Infektionen in Ostfriesland.